Now I done grew up on some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Was meinst du? Dieser Park ist wunderschön, oder nicht? Sanfte Hügel, grünes Gras, Bäume und diese tiefe Schlucht. Da gibt es reichlich Gelegenheiten für wundervolle Attraktionen. Es wird nicht ganz einfach werden, aber ich bin echt gespannt, welche Ergebnis du nur nach ein paar geringfügigen Veränderungen erzielen wirst. Und somit beginne ich wieder einen neuen Part. Da ist mir mal ein Handy gerade weggeflogen. Von Rollercoaster Tycoon World Story Modus heute zum dritten, vierten Part. Ich weiß es nicht. So, und da haben wir jetzt Tutorial. Ich habe doch das Tutorial. Entferne mindestens 10 Steine. Hier ist gar nichts. Alter, ich fange komplett neu an. Och, du heilige Scheiße. So, 10 Steine gefällt. Hey, freut mich. Ich soll ja eigentlich bloß... Ah doch, hier unten. Da muss ich doch was bauen. So, jetzt sollen wir mal kurz daran. Ich mache mal kurz das Tutorial durch. So, jetzt sollen wir endlich mal eine flache Attraktion mal bauen. Wir gucken gleich mal, was sollen wir machen. Also wir haben hier Dekoration, flache Attraktion, Motiv, Western, Abenteuer und Sci-Fiction. Sollen wir sowieso bauen? Naja, dann so bauen wir ja schon mal, oder? Ach, wir haben ja überhaupt nichts hier. Scheibenkleister. Na dann bauen wir jetzt am Anfang erstmal so ein kleines verrücktes Schaukel. Ja, wenn sie es läuft bei dir wieder ab. Ach, jetzt müssen wir alles ja wegreißen. Alles, was weg soll, soll weg. Och man, das ist nervig. Boah, jetzt ist es ja so oben auf einem Plateau. Naja, gut. Ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das werden wir jetzt irgendwie hinpacken. Glückwunsch, dein Park ist nun 1000 US-Dollar wert. Nice. So, alles ein kleines bisschen schwieriger, als man erhofft hätte. Also es war ja... Ach, du heilige fucking holy shit. So, wir sollen jetzt noch Deko-Artikel hier hinbauen in der Nähe. Wir sollen ja hier alles Mögliche machen. Also hier war ja auch noch Western... Ja, wenn wir gleich mal so ein bisschen... Oh, platziere 12 Blumenbeete. Ja, mal gucken, was wir mal Schönes machen. Es gibt so verdammt viel Auswahl. Und das sind bloß die Zierobjekte. Es kommen ja noch Zäune und alles Mögliche dazu. Ach du heilige Scheibenkleister. Zentralobjekte, Fassaden, Felsformationen... Und. So, jetzt habe ich mal ein kleines bisschen dekorativ gemacht. Eigene, aha. Ich soll ja auch was Eigenes machen. Oh, platziere 4 Dekorationen im Western. Mhm. Ja, und wo ist das Western-Zeug? Gibt es da bloß die Blumen, die es als Western gibt? Also, so einigermaßen? Mehr habe ich nicht, was vorinstalliert ist? So richtig bitter. Ah, hier ist noch was Western-mäßiges. Alter Cowboy-Platz. Ja, da werden wir auch noch was machen. Ja, uns jetzt auch noch was einfallen lassen. Ach du Scheiße, ist das groß. So, da haben wir jetzt mal einen schönen Canyon-Platz. Das gibt schon 50%. Warum das? So, da haben wir jetzt unseren schönen Canyon-Platz hier oben. Und dann sollen wir jetzt noch, sollen wir hier noch was bauen? Ja, machen wir noch was Kleines. Ist nur die Frage, was machen wir jetzt noch Schönes? So, da haben wir jetzt noch ein paar Felsen hingemacht. Oh, ah, Dekoration platziert, Lehrling, Aufgaben fertig. Oh. Ah, okay, ich habe mich gerade gefragt, hä, wo finde ich denn jetzt die gesperrten Sachen? Aber hier sind die, also so werden sie dann angezeigt. Ah, hier haben wir einen Müll, Western-Müll einmal ganz gerne. Sieht doch geil aus. Es gibt keine Western-Bank. Doch, irgendwie schon. So, Tutorial ist completed. Jetzt haben wir noch die Blumenbeete, die wir machen sollen. Machen wir hier am Anfang und dann lassen wir es mal einen kurzen Moment laufen. So, ein paar Blumenbeetchen hier hingestellt. Jetzt brauchen wir nur noch erst ein Getränke, Personal und dann dürfte es dann hier auch schon abgehen. Oh, da können wir ja hier auch, was macht man? Also Western haben wir ja hier oben. Also unser Western-Leben ist ja hier oben, deswegen machen wir hier oben noch unseren Western-Ständchen hin. Öffnen. Natürlich auch was trinken vom Western, wenn es das gibt. Nee, gibt es nicht. Auch nicht schlecht. Machen wir hier vielleicht noch was Western-mäßiges.
So, dann lass mal jetzt mal loslaufen, denn ich möchte euch mal zeigen, was wir hier eigentlich Schönes gemacht haben. Gucken, ob das klappt. Oh, es klappt sogar. Sieht das nicht geil aus? Mit den Luftballönchen. Ich glaube aber, hier machen wir ein paar mehr rein. Also so ins Spiel oder sowas sieht doch bestimmt besser aus. Oh, wir haben hier noch was. Oh, ist das geil. Jetzt können wir es kaufen. Oh, jetzt wo man die... Na ja, gut, lass mal's mal. So, ich musste mal kurz was wegreißen und mal gucken, ob das jetzt besser wird. Weil ich habe was Kleines geändert. Naja. Besser sieht es nicht aus, aber lassen wir es mal. Dadurch, dass jetzt alle irgendwie gleichzeitig in eine Richtung gehen, sieht das relativ kacke aus. So, das ist doch viel, viel besser. Geil, oder? Und jetzt öffnen wir mal das Ganze. Begeisterung ist 3,8. Geht natürlich auch noch viel, viel besser. Aber wir müssen noch mal gucken. Hier haben wir jetzt die Sachen. Flügel. Wilde Flügel. Das ist unser Western-Ding. Und Western kommt ja hier oben so hin. Da müssen wir mal gucken. Das kaufen wir mal. Das ist relativ, ja, groß. Aber ist die Frage, wo bauen wir das hin? Beeinflusser kommt. Ankunft am 8. April. Mal gucken. Mein Beruf ist das Finden leckere Burger. Oh, wir müssen einen Burger bauen. Wir brauchen einen Burgerladen. Naja, das macht man dann gleich, wenn wir dann soweit sind. Jetzt will ich erstmal... Hier ist noch was drunter, was stört? Ich komme aber nicht ran, was soll denn das? So, die nächste Attraktion Nuss ist gebaut. Die eröffnen wir mal. Und dann können die Leute auch hier hochgehen. Und wir müssen einfach mal Geld einnehmen. Wir machen gerade extrem viel Minus. Ich weiß gerade nicht, wie lange ich jetzt überhaupt schon aufnehme. Das ist so ein bisschen negativ, aber ich glaube mal, so lange nehmen wir jetzt noch nicht auf, dass wir jetzt so unbedingt jetzt Schluss machen müssen oder sowas. So, wir sollen hier so einen ganz bestimmten Burger dann ja hinbauen. Das fällt mir jetzt gerade erst nebenbei auf. Machen wir eben jetzt und die Qualität soll natürlich hoch sein, hoch ansprechen. Und mein Park wird dunkel, nicht schön. Aber wichtig ist natürlich erstmal, dass wir noch Personal brauchen. Das habe ich jetzt komplett vergessen. Also nicht nur ein bisschen, sondern komplett einfach mal. Wir brauchen Sanitäterstand, wir brauchen Essenstand, wir brauchen hier Erste-Hilfe-Kunden. Baue ich ja gerade. Hausmeisterstand Rohbau. Eine Grundfläche Stück für Stück. Was ist denn das denn bitte? Das kenne ich ja überhaupt nicht. Komm, wir holen uns das einfach mal. Das ist ja nice. Aber wir haben ja diesen einen Hausmeisterstand haben wir jetzt hier. Den können wir jetzt wegreißen dadurch. Ja, entfernen und können dafür den Mechaniker hier hinbauen. So, und den Mechaniker machen wir auf. So, nice. Also der Park bisher bin ich eigentlich recht zufrieden. Dafür, dass ich sonst nicht so auf Deko achte, allgemein so. Bin ich bisher recht zufrieden. Wir machen zwar im Moment relativ viel Minus. Aber das klappt schon. Das ist schon alles schön erträglich. Und ich würde mal sagen, der Part ist jetzt zu Ende. Ich weiß nicht, wie viel wir gemacht haben. Gerade macht es auch wieder Spaß. Auch schneiden habe ich gerade überhaupt keinen Spaß. Aber Leute, ich muss aufs Klo. Und ich möchte nicht noch mehr rausschneiden und sonst was. Und ich weiß nicht, wie lang der Part ist. Und ihr kennt das ganze Problem von mir. Und deswegen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt nur noch rum, wenn nicht einen Daumen runter. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was ich am besten noch machen soll. Was am besten vielleicht gut ankommt. Oder ob man auch die Farben von irgendwas ändern kann. Oder ob das dann später kommt. Ich weiß es nicht. Weil ich bin mein, man kann doch die Lichter hier alles noch ändern und sonst wie. Oh, was ist mit der los? Frage. Oh. Achso, ich habe ja noch Verschiebewerkzeug an. Was war mit ihr los? Angst vor Übelkeit. Ach du Scheiße. Mag Abenteuer nicht. Mag Western nicht. Auch was magst du dann? Warum bist du denn überhaupt in meinen Park gekommen? Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt der Mensi. Ciao, ciao.